jetzt hört euch mal den zweiten Drop an. Jetzt kann ich es eigentlich euch komplett fast schon zeigen. Der zweite Drop ist nochmal ein Ticken geiler. Fangen wir hier, ich steige jetzt mal hier in der Mitte. Fangen wir hier an. Komm schon, nein. So. Jetzt kommt gleich mit Vocals noch. Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen dunkel bin, aber ich filme gerade wieder mit meiner Canon-Kamera. Hatte ich einfach wieder Bock drauf, deswegen sorry, wenn die Qualität jetzt nicht so gut ist. Aber heute soll es gar nicht um mich gehen. Sondern ich wollte euch heute mal ein kleines Tutorial zeigen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen oder in meinem Thumbnail gesehen. Und zwar geht es heute darum, wie man mit fremden Leuten bzw. mit Freunden, die nicht in der gleichen Stadt wohnen bzw. nicht im gleichen Ort wohnen, einen Remix zusammen machen kann oder einen eigenen Song kreieren kann. Weil es ist ja so, ihr sitzt daheim in eurem Studio, macht Musik. Und dann schreibt euch vielleicht ein Kollege an oder ein Kumpel oder vielleicht ein anderer Produzent, hey, hättest du Bock auf eine Zusammenarbeit? Wenn der 200, 300 Kilometer entfernt wohnt, ist es natürlich nicht so geil, weil dann müsstet ihr jedes Mal 200 Kilometer fahren. Dafür gibt es eine ziemlich simple Lösung in FL Studio. Der Kollege von euch müsste halt auch mit FL Studio arbeiten. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich selber habe schon mal mit einem Kollegen zusammen Musik gemacht. Deswegen wollte ich euch heute darüber ein kleines Video machen. Genau, was ich noch ganz kurz sagen will. Ich hatte am Samstag, also jetzt ist Sonntag, am Samstag hatte ich ein kleines Gespräch. Ich will noch nicht zu viel verraten. Dazu wird auch noch ein Video kommen. Es wird richtig heftig, Leute. Es wird brutal. Damit habe ich nie gerechnet. Ich kann euch eins schon mal sagen, es geht um die Musikproduktion. Mehr will ich dazu nicht sagen, es ist noch nicht ganz safe, aber ich sage mal so, zu 90%, ja, was heißt 95% ist es schon safe, das Ding. Wie gesagt, kommt ein fettes Video dazu, seid gespannt, könnt ihr gerne jetzt schon mal die Glocke aktivieren, meinen Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt, hoppala, ich würde sagen, wir switchen jetzt mal in FL Studio. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein kleines Projekt aufgemacht, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich glaube, das habe ich mit euch mal zusammen gemacht. Das ist ein Remix, der ist jetzt noch nicht veröffentlicht von mir. Ich weiß auch nicht, warum hier Test 2 oben steht, keine Ahnung. Von Evermax, genau, Sweet But Psycho, das ist mein neuer Remix gewesen. Der ist jetzt auch schon über ein Jahr noch nicht released worden, keine Ahnung, ich bin auch noch nicht fertig. Ich habe noch nicht viel abgemischt, geschweige denn irgendwie gemastert. Es ist eigentlich... ja, zu 90% Rohmaterial, das heißt, die Kick habe ich noch nicht angepasst, die Clap habe ich noch nicht angepasst. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ihr könnt in FL Studio ganz simpel, wie vorhin schon gesagt, mit Fremden oder mit Freunden oder mit Leuten, die wo weiter weg wohnen, ganz simpel zusammenarbeiten. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal 200, 300 Kilometer fahren, sondern ich zeige euch heute die Variante, wie das am einfachsten geht. Ja, richtig chillig, richtig geil. Ja, jeder kann von daheim arbeiten. Ich würde sagen, ich quatsche jetzt nicht lang rum und wir starten einfach. Genau, was ich noch ganz kurz sagen will, ich habe jetzt die Lösung gefunden, warum mein Mikrofon in den letzten Tutorials oder in den letzten Vlogs so schlecht war. Also hier mein Auna-Mikrofon. Der Grund war, ich habe hier einen Adapter, wo ich mehrere USBs dann wieder anschließen kann. Und darüber habe ich dieses USB-Mikrofon angeschlossen. Und anscheinend hat dieser Adapter nicht die ganze Leistung an meinen PC bringen können, beziehungsweise das Signal war irgendwie gestört. Auf jeden Fall hatte ich immer irgendwelche komischen Übersteuerungsgeräusche und was weiß ich. Jetzt habe ich es ganz simpel wieder an meinen PC angeschlossen und siehe da, ich glaube, es funktioniert wieder einwandfrei. Wer sich dafür interessiert, für so ein Mikrofon, für Vlogs oder irgendwelche Tutorials oder... irgendwie zum Quatschen. Ich verlinke es euch unten mal in der Videobeschreibung, weil das ist echt günstig und wie ihr wahrscheinlich hören könnt, richtig, richtig sick. So viel dazu. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Es wird auch wieder ein kurzes, knackiges Video. Ich lasse euch mal kurz reinhören. Wie gesagt, Rohmaterial, noch nicht viel gemacht. Was heißt nicht viel gemacht? Nicht viele Effekte drauf gemacht. Hier habe ich ein bisschen was gemacht. Genau. Ich kann ja gerne mal mit euch hier mal komplett Step-by-Step durchgehen, wie, wo, was habe ich wann eingefügt und wo kommen Effekte drauf und wo nicht und welche Kick habe ich genommen, welche A Cappella und so weiter. Das heißt,
wenn es euch interessiert, packt es mir das gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich mal ein Video drüber machen. Ich lasse euch jetzt mal ganz kurz reinhören. Wie gesagt, es ist ein Remix, noch nicht fertig, deswegen bombt es mich jetzt nicht mit irgendwelchen negativen Kommentaren zu. Und let's go. Genau, das war jetzt so ein kleines Intro. Ich will natürlich jetzt nicht alles zeigen, weil dann kennst du es ja schon. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich jetzt auch gehört oder bemerkt habt, ist hier unten. Also das sind so Teile von der A Cappella. Und ich kann ja mal kurz drauf gehen. Wenn ich das jetzt mal abspiele, dann hört ihr ein Piepsen bzw. so ein Kratzen in der Stimme. Und es liegt daran, weil ich habe mir diese A Cappella vom Internet runtergeladen. Und derjenige, der diese A Cappella erstellt hat, beziehungsweise man muss ja, man braucht ja den originalen Song und in dem originalen Song muss man verschiedene Effekte draufhauen und runterfiltern und die Höhen entfernen und die Tiefen entfernen, die Instrumentals so gut wie weg machen und so weiter. Und derjenige hat es zwar einigermaßen gut hinbekommen, aber hört einfach mal selber. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she. Okay, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber ich kann ja mal hier kurz rein switchen. Psycho, a little bit psycho. Jetzt hört sie dieses Kratzen. Genau, und das liegt daran, dass derjenige halt, ist mir aber auch ein bisschen zu spät aufgefallen, aber derjenige hat halt da jetzt nicht perfekt, ja, eine A Cappella rausgefiltert. Ich weiß nicht, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen oder ich schraube selber noch ein bisschen rum. An so einer A Cappella rumzuschrauben ist sehr, sehr viel Arbeit und da braucht man wirklich auch Ahnung davon, weil man muss echt die kompletten Instrumentals, jeden Ton bzw. alles rausfiltern, außer die Stimme. Und wenn man einen originalen Song hat, ist es sehr, sehr aufwendig. Deswegen vielleicht hocke ich mich mal dran und informiere mich mal, wie das geht, was man da einfügen muss. Genau, also wie gesagt, das war jetzt das Intro. Ich zeige euch noch, soll ich euch den Drop zeigen? Ich weiß noch nicht, bei mir ist es immer so, immer wenn ich Musik mache und einen Remix erstelle und Bock drauf habe, ein bisschen Musik zu produzieren, dann hocke ich mich als erstes immer an den Drop hin. So, ich hole mir erstmal die ganzen Melodien bzw. die Oktaven muss ich mir raussuchen, wo spielt was. Ich selber kann ja kein Keyboard spielen, deswegen mache ich alles nach Gehör. Ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einem geredet, mit einem Produzenten, den kenne ich auch persönlich. Der hat gemeint, ich mache genau das Gleiche. Ich kann kein Keyboard spielen, ich mache alles nach Gehör. Klar ist es natürlich vorteilhafter, wenn man Keyboard spielen kann. Aber ich will euch zeigen, dass es auch ohne Keyboard spielen funktioniert. Es dauert vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen viel länger, aber funktioniert genauso gut oder fast so gut, wie wenn man Keyboard spielen kann. So, jetzt zeige ich euch noch kurz den Drop. So, machen wir hier. Also wie gesagt, ist noch nicht perfekt, aber viel Spaß. Ja, ich find's geil. Klar kann man immer wieder was verändern, aber das ist auch mein Problem immer gewesen. Immer wenn ich einen Job hinbekomme oder einen find und ich finde den mega geil, gehe dann kurz irgendwie hoch, trink kurz was oder mach kurze Pause, gehe wieder ins Studio, höre mir das wieder an und denke mir so, Alter, ist das scheiße. Dann verändere ich den wieder und wieder und wieder und dann sitze ich halt mal 5 Stunden nur an der Melodie dran. Also vielleicht kennt's ja der ein oder andere von euch. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt hört euch mal den zweiten Drop an. Jetzt kann ich es eigentlich euch komplett fast schon zeigen. Der zweite Drop ist nochmal ein Ticken geiler. Man macht es ja immer so, am Anfang geiler Drop. Und der zweite Drop zerberstet ungefähr alles. Genau, ihr könnt es hier drüben auch noch sehen.
Da habe ich noch einen anderen Versuch mal gestartet. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich zeige euch jetzt nur kurz mal den zweiten Drop. Fangen wir hier. Ich steige jetzt mal hier in der Mitte. Fangen wir hier an. Haben wir schon? Nein. So. Jetzt kommt gleich mit Vocals noch. So, genug gespoilert. Hättet ihr Bock, dass ich den release? Ich müsste, wie gesagt, noch ein paar Effekte draufhauen, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten verändern. Ja, der liegt jetzt bei mir auf dem Desktop rum. Hätte ich schon Bock. Aber das ist heute eigentlich gar nicht das Thema. Ich wollte euch ja zeigen, wie ihr eure Files, das heißt eure einzelnen Töne beziehungsweise euer Projekt an andere schicken könnt beziehungsweise auch empfangen könnt. Und zwar gibt es da eine Funktion, die ist ganz simpel. Aber bevor ich euch jetzt die zeige, das habe ich vorhin schon gesagt, bevor ich euch das zeige, wollte ich noch eins klarstellen. Und zwar, es ist ja so, ich arbeite ja viel mit Sample Packs. Und Sample Packs sind ja die hier an der Seite. Das sind ja verschiedene Vocals, Töne und so weiter. Und zum Beispiel der andere Produzent, mit dem ich den Remix zum Beispiel machen will, hat dieses Sample Pack nicht. So, was macht man jetzt? Schickt man ihm das Sample Pack? Nee, müsst ihr nicht machen, weil, wie gesagt, das ist in dieser Funktion, die ich euch gleich zeigen werde, schon mit drinnen. Ich schenke euch ja bei 500 Abonnenten ein dickes, fettes Sample Pack. Deswegen, Leute, knattert die 500 Abonnenten zu, zeigt es euren Freunden, Familie, Oma, Hund, was weiß ich. Zeigt es einfach jedem, dass wir hier ein bisschen wachsen, dass wir ein bisschen eine größere Community bekommen. Und jetzt zeige ich euch die Funktion nach 15 Minuten Videomaterial, habe ich jetzt schon. Und zwar, ihr geht jetzt, also das ist euer Remix, scheißegal jetzt welcher. Hier geht es oben auf File, geht es auf Export und hier, so würde ich zum Beispiel ganz normal meinen fertigen Remix oder Song exportieren als WAV oder MP3. Ihr könnt es natürlich auch beide Versionen machen, aber hier oben steht Zipped Loop Package. So, ihr klickt jetzt da drauf. Ich nenne es jetzt mal einfach Test File. Wählt einen Speicherort, ich mache jetzt Desktop, speichere das und jetzt seht ihr hier unten diesen Kreis und der berechnet das gerade, beziehungsweise packt es jetzt alles in ein Package zusammen und es wird alles eine ZIP-Datei, so, schon fertig. Jetzt schließe ich das mal kurz und jetzt muss ich hier auf meinem vollgemüllten Desktop mal suchen, wo das ist. Testfile, hier. So, jetzt gehen wir da mal drauf. Werbung brauchen wir nicht. Und voilà, hier habt ihr alle, wie soll ich sagen, alle Sample Packs, beziehungsweise alle Melodien, die ich benutzt habe, wie zum Beispiel eine Long Fill. Die Datei schicke ich dann sozusagen dem Kollegen. Er hat diesen ganzen Ordner. Er hat hier die A Cappella. Die ich für den Remix genommen habe. In dieser ZIP-File sind alle Melodien, alle Claps, alle Kicks, alle Fills, alle was weiß ich, Vocals sind alles damit dabei. Ihr könnt es eurem Kollegen das so schicken. Ja, der Kollege muss dann das alles einfach nur in einen Ordner packen, sich in FL Studio reinladen und kann damit einfach ganz normal weiterarbeiten. Und genau, das war's eigentlich, Freunde. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Gibt es schon jemanden von euch, der Musik produziert? Ihr könnt es mir gerne mal schreiben. Vielleicht könnt man ja mal in der Zukunft mal zusammen produzieren oder mal was ausprobieren. Das andere ist, was ich mir überlegt habe, weil ich ja hier gerne vorm PC sitze und Musik mache. Ihr könnt es mir gerne mal euren File, also eure Datei, mal zuschicken. Sei es einen Remix oder einen eigenen Song. Ich kann ja daraus mal so eine Art Bewertung machen. Ich bewerte sozusagen in einem Video euren Remix, euren eigenen Song. Ihr könnt es eigentlich als MP3 exportieren und mir dann so schicken per E-Mail-Adresse. Die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir knackigen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Video, Leute. Ach ja, ganz kurz. Demnächst kommt die neue Couch rein, hier hinten.
dass sich da jetzt auch mal ein bisschen was tut. Und genau, einen neuen Mix habe ich ja schon aufgenommen, das habe ich euch ja schon gesagt, mit meinem neuen DJ-Tisch. Genau, in diesem Sinne, Leute, haut rein, macht Musik und jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ciao!